Hallo und herzlich willkommen zu Goyax Weekly Video. Ich bin Nils Reiche. Wohin bewegt sich der DAX? Der Trendcheck. Der deutsche Leitindex legt nun wieder weiter zu, auch wenn er aktuell ein wenig schwächelt. Er hat inzwischen die 50-Tage-Linie nach oben durchbrochen. Die Durchschnittslinien von 250 Tagen laufen allerdings noch aufeinander zu. Von einem echten Aufwärtstrend kann also noch nicht gesprochen werden. Vielmehr sieht es nach einer Fortsetzung der Seitwärtsbewegung aus. Die bisher gut verlaufene Berichtssaison dürfte die Hoffnung auf eine Jahresendrallye aber am Leben halten. Zum Chart der Woche. Eine beeindruckende Entwicklung vollzog die Aktie von Nemetschek bis Donnerstag. Im Mai 2020 erkannten wir schon die beachtliche Erholung des Wertpapiers nach dem Corona-Crash. Danach ging es allerdings erst lange in eine Seitwärtsphase, in der es sogar zeitweise nach einem Abwärtstrend aussah. Danach ging es stetig aufwärts, abgesehen von einer kleinen Schwächephase im Oktober, wonach es aber mit umso mehr Dynamik weiter aufwärts ging und im Erreichen von neuen Allzeithochs gipfelte. Bereits im Juni durchbrach die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie von unten nach oben, womit das goldene Kreuz gebildet wurde. Also ein Signal für die Einleitung eines Aufwärtstrends. Die beiden wichtigen Trendlinien verlaufen seitdem stetig weiter auseinander, womit der Trend grundsätzlich bestätigt wird. Deutlich im Chart zu erkennen ist die jüngste Entwicklung, die nach der Vorlage der Quartalszahlen eintrat. Die Aktie brach krachend ein. Dabei lesen sich die Unternehmenszahlen eigentlich ganz gut. Das EBITDA konnte im Vergleich zum Vorjahr zulegen und lag mit 54,4 Millionen Euro 1,4 Millionen Euro über den Schätzungen von Analysten. Der Nettogewinn lag mit 34,2 Millionen Euro 2,7 Millionen Euro über den Analystenprognosen. Einzig der Umsatz blieb hinter den Erwartungen zurück. Da die Aktie, wie eingangs beschrieben, seit einiger Zeit sehr gut lief, sollte man den aktuellen Rücksetzer nicht überbewerten. Erst am Dienstag erreichte sie ein neues Allzeithoch. Beim Einbruch dürfte es sich lediglich um Gewinnmitnahmen handeln. Eventuell bietet sich hier die Möglichkeit sogar, günstig einzusteigen. Zu den Terminen. Auch nächste Woche stehen wieder einige Unternehmenszahlen an. In unserem Börsenbrief finden Sie die HDAX-Unternehmen, die sich in die Bücher schauen lassen. Weitere Informationen, Analysen, Handelsempfehlungen und vieles mehr finden Sie in unseren Börsenbriefen Goyax Premium und Goyax Weekly. Außerdem finden Sie uns auf YouTube und Facebook. Bleiben Sie gesund. Bis nächste Woche.